Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine Küchel von Darlin Sali und heute habe ich euch was ganz Besonderes für euch. Nicht nur, dass mir heute meine Tochter Sarah assistieren wird, sondern auch, wir machen etwas, um diesen ganzen Zuhausebleiben-Stress sozusagen ein bisschen gemindert wird. Und zwar verarbeiten wir Stoffreste. Und zwar, was machen wir daraus? Wir machen daraus ein ganz wunderbares Kissen. Und zwar zeige ich euch, wie man auf Kassenrollenpapier näht. Wenn ihr viel Freude an diesem Video gefunden habt und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr es nachgenäht habt, auch gern schon vorher, lasst mir gern ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch jedes Mal erinnert werdet, dass ein neues Video auf euch wartet von mir. Und ja, jetzt geht's los. Schaut's euch an, was wir hier gezaubert haben, wie es funktioniert und habt ganz viel Spaß. Bis gleich an der Nähmaschine! Was du brauchst, ist eine Kassenrolle, eine unbeschriftete, du kannst aber eben auch schon verwendete Kassenrollen nehmen. Man kann sich aber auch die Papierstreifen selber schneiden, zum Beispiel aus Schmierpapier, Druckpapier, das man irgendwie falsch irgendwie gedruckt hat oder egal, Zeitung, Werbung, irgendwie so. Wir haben uns jetzt aus dieser Kassenrolle so Streifen abgerissen, die circa 45 cm lang sind. Und diese Kassenrolle ist 5,8 cm breit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 6 cm macht, wenn man sich sie selber zuschneidet, geht eben auch. Wir haben uns jetzt entschieden, wir machen einen Regenbogenverlauf und sind jetzt bei der Farbe Gelb sozusagen. Jetzt nehmen wir einen Papierstreifen. Gib mal Gelb her, bitte. Ein Stapel mit Gelb, genau. Gib mal noch mal eine Farbe. Genau. Und jetzt noch eine Schere. Bitte. Danke. So. Und jetzt, weil das Stoffstück hier extrem unförmig ist, schneiden wir uns das ein bisschen gerader zu. So. Das macht nichts. So. Und jetzt legen wir uns den Stoff, den ersten Stoff, kommt die linke Seite auf den Papierstreifen, ja, und dann beim nächsten Stoff, da kommt dann die rechte Seite auf die rechte Seite von dem ersten Stoff. Und dann wird hier entlang genäht. Die Nähmaschineneinstellungen sind so, dass ein sehr kleiner Stich eingestellt werden sollte, also maximal einen Millimeter. Garn kannst du egal welches nehmen, irgendwie alles Nähergarn. Ich habe eben von Alterfil das Garn. Nadel, eine Universalnadel, etwas, was vielleicht schon etwas älter ist, also nicht verbogen oder irgendwie sowas. Aber dadurch, dass wir hier auf Papier nähen, wird die Nadel doch relativ schnell stumpf. Also von dem her, nimm ruhig eine Nadel, die schon ein paar Kilometer drauf hat oder ein paar Meter drauf hat und dann geht es eigentlich ganz gut. Jetzt stellen wir die Kamera um und dann seht ihr nur noch unsere Finger. Also jetzt sind die, die zwei Stoffe übereinander, liegen die da. Und wer sich sicherer fühlt, der kann sie eben auch eben noch festpinnen mit einer Stecknadel. Aber eben für die paar Zentimeter kann man es eigentlich auch festhalten. So, und dann kann man einmal nähfüßchenbreit die Stoffe auf das Papier drauf nähen. Wer eine Stecknadel drin hat, sollte sie vielleicht kurz vorher eben rausziehen. Nicht, dass man eben sich über die Nadel näht und dann die andere Nähmaschinennadel vielleicht abbricht. So, am Schluss abschneiden, Füßchen heben und dann den oberen Stoff aufklappen. Und dann vorsichtig mit dem Finger glatt streichen. Genau, und dann kann man sich das nächste Stück Stoff nehmen und schauen, wie es dran passt.
Wir nehmen jetzt hier, ja, das passt super. Das lege ich jetzt mal dran. Das ist egal bei dem Batikstoff, wo rechts und links ist. Man sollte vielleicht bei dem, beim Anlegen eben darauf aufpassen, dass oben und unten, schau mal hier, sieht man das? Ja, dass oben und unten von dem Papierstreifen genug von dem Stoff übersteht, damit, wenn man es aufklappt, der ganze Papierstreifen mit dem gleichen Stoff bedeckt ist. Man muss jetzt hier am Anfang und am Ende nicht verriegeln, weil wir sind hier im Patchwork-Bereich und dann näht man nachher nochmal drüber. Kannst loslegen. Wieder feststreichen, genau. Ja, das ist hier jetzt halt. Das hier jetzt halt, ja. Jetzt haben wir einen Fall, dass jetzt zum Beispiel hier eben nicht der ganze Papierstreifen bedeckt ist. Da können wir jetzt zum Beispiel hier sagen, bis hierhin wollen wir es haben und hier die Ecke ist bedeckt. Dann können wir das Restliche hier abschneiden zum Beispiel. Ja. Ja? Mit der Schere oder was weiß ich. Und dann können wir eben bündig an diese, grob an diese Kante, jetzt habe ich ein bisschen Zacken reingemacht, linke Seite bitte nach oben. Ist doch egal, du hast doch gesagt, bei dem jetzt nicht, bei dem Batikstoff ist es egal. So, und jetzt, wenn man es jetzt zum Beispiel schräg anlegt, muss man dann nachher die Kante eben auch schräg nähen. Und versuchen eben ganz gerade zu nähen und keine Wellenlinien reinzunähen. Aber auf der ganz kurzen Strecke, dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Gucken, dass immer oben und unten genug übersteht. Moment, guck mal. Es lag jetzt nicht ganz platt. Jetzt müssen wir es halt nochmal kurz auftrennen und dann nochmal neu hinlegen. Aber das machen wir jetzt ohne Kamera. Genau, wir wollten genau diesen Fehler zeigen. So, beim Auftrennen muss man jetzt dann aufpassen, dass man das Papier nicht zu sehr beschädigt, weil wir haben ja einen super kleinen Stich eingestellt und dann würde das perforierte Papier extrem schnell reißen. Deswegen müssen wir jetzt ganz vorsichtig hier trennen und nicht am Papier ziehen, dass wir dieses das Genähte, was wir jetzt eben aufmachen wollen, dass wir das wegkriegen vom Papier. So, wenn man es aufgetrennt hat und neu schön glatt hingelegt hat, nicht zur Strafe, nur zur Übung, darf man es wieder neu festnehmen. Guck mal, jetzt hat es schon wieder eine Welle drin. Habe ich schon genäht. Nein, hast du nicht. Mach mal mit Fuß hoch. Genau. Doch, die Nadel schon. Die Nadel ist schon unten? Ja, dann mach mal nochmal hoch. Guck mal, da an der Maschine hat es einen Knopf. Genau, dann kann man es nämlich nochmal rausziehen. Und das ist nämlich der Vorteil, wenn man es sich dann doch irgendwie festpinnt. Hoppala, Moment. Man kann es sich natürlich auch so festpinnen, dass man nicht über die Nadel drüber nähen muss. So. Und dann liegt es auch relativ platt und dann kann man drüber nähen, ohne dass es verrutscht. Dann kannst du die Nadel drin lassen, bis du jetzt einmal bis zum Ende genäht hast. Und jetzt kann man auf der Rückseite eben sehen, wo wir jetzt zum Beispiel hier haben wir vorhin genäht und da verreißt das Papier jetzt schon. Aber das macht gar nichts, weil wir nämlich das nachher sowieso wieder rausreißen. Okay, dann können wir die Stecknadel wieder rausziehen, Stoff glatt streichen und so füllen wir jetzt alle. Also wir haben jetzt geplant, 6 von diesen Papierstreifen mit Farben zu benähen und zwar machen wir ein
habe ich ja schon gesagt, einen Regenbogen mit Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila. Also quasi meine Rotreste habe ich auf einem Streifen, Orange, Gelb und so weiter. Und das machen wir jetzt einfach und dann nachher geht es weiter. Dann zeigen wir euch, wie es weiter ist. So, jetzt haben wir alle unsere Stoffstreifen benäht mit den unterschiedlichen Farben. Und jetzt zeige ich euch, wie man das zuschneidet. Und vor allem, warum machen wir das Ganze mit diesem Papier? Und zwar, wir nähen ja hier, egal wie beliebig die Stoffstreifen, die Stoffstückchen drauf. Und die sind ja dann oft nicht im Fadenlauf irgendwie hin. Das heißt, die ziehen sich in unterschiedliche Richtungen. Und das Papier stabilisiert das Ganze. Das heißt, die Stoffstreifen verziehen sich nicht, wenn sie jetzt auf dem Papier drauf sind. So. Und zwar lege ich das Ganze jetzt so hin, dass das Papier zu mir herzeigt. Nehme meine Schneidematte, lege das alles schön drauf. Man kann das natürlich zuerst mal noch mal schön bügeln, damit auch wirklich alles schön platt liegt. Und dann kann ich direkt am Papier meine Lineal anlegen. Und dann den überschüssigen Stoff einmal abschneiden. Moment, ich habe jetzt die kleine Schneidematte. Das reicht natürlich nicht für den Stoffstreifen, aber okay. So, jetzt habe ich die eine Kante. Dann drehe ich das Papier um. Die Kassenrolle oder was auch immer, was ihr genommen habt. Wenn ihr Thermopapier genommen habt, also dieses Kassenrollenpapier aus Thermopapier, das empfehle ich eben nicht zu nehmen, weil das gesundheitsschädlich ist, wenn man das mit dem zu viel rumhantiert. Deshalb, falls ihr irgendwie kein normales Papier herbekommen sollt als Kassenrolle, dann auf jeden Fall die Stoffstreifen selber schneiden. Nicht die Stoffstreifen, die Papierstreifen natürlich selber schneiden. Du hast dir schon gedacht, so viel jetzt. Ja, ja. Aber mich ja nicht verbessern. Man ist ja vor laufender Kamera, nee. Gell? So, jetzt haben wir Blau auch fertig. Jetzt mache ich die anderen Stoffstreifen auch noch geschwind fertig. Die anderen Reste, die übrig bleiben, die kommen dann wieder in die Restekiste und sind vielleicht beim nächsten Mal dran. Wobei die kleinen Reste dürfen dann wirklich dann auch irgendwann mal gehen. Oder fällt dir damit auch noch was ein? Nee, so großzügig muss man sein. So großzügig muss man sein, das ist so. So, jetzt machen wir mal hier Schnellvorlauf mit dem Zuschneiden. Jetzt haben wir unsere 6 Stoffstreifen, alle circa 6 cm. Und jetzt, ich blende euch mal eine Grafik ein, wie wir jetzt berechnen, wie wir machen da jetzt Zwischenstreifen dazwischen, wie breit wir die Zwischenstreifen machen müssen. Laut dieser Grafik müssen wir jetzt die Zwischenstreifen 4 cm breit schneiden, damit wir auf unsere gewünschten 41 cm in der Breite oder ja, quasi an jeder Kante dann halt hinkommen, weil wir eben 1,5 cm für die Nahtzugabe pro Streifen aufeinanderstoßen berechnen müssen. Siehst du das auch so? Ja. Ja. Okay, dann ist es gut. Hast du Weiß schon gebügelt? Nein. Dann müssen wir das jetzt noch machen. Jetzt haben wir diese weiße Baumwolle gebügelt und das müsste reichen für 5 Zwischenstreifen, die 4 mal 42 cm lang sind. Okay. Ich lege mir den Stoff jetzt vierfach schön übereinander mit der geraden, an die gerade Kante.
Und dazu muss ich jetzt aber aufstehen, weil je dicker der Stoff hier liegt, desto fester muss ich mit dem Arm draufdrücken, dass ich auch tatsächlich dann alle meine Lagen durchschneiden kann. Sarah sitzt jetzt hier einfach nur so wie bestellt und nicht abgeholt nebendran, weil ich sie nämlich nicht mit dem Rollschneider schneiden lasse. Wenn man es noch nicht geübt ist, muss man sehr, sehr vorsichtig damit sein. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz erheben. So, 4 cm. 1, 2, 3. So, das ist Rest. So. Warum ihr euch wundert, warum ich jetzt nur 3 mache, die sind mir alle doppelt so lang, weil ich die, dann schneide ich die in der Mitte nochmal auf und dann habe ich 6 sogar statt 5, genau. Gut, dass du mitdenkst. Hä? Hey? So. Und die willst du nähen? Nicht? Keine Lust. Keine Lust. Na gut. Dann mache ich halt weiter. Okay. Jetzt werde ich aber noch ganz kurz zeigen, was wir hier machen werden. Und zwar werden wir jetzt, wir haben jetzt hier unsere schöne Reihenfolge von Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila. Und eben zwischenrein werden wir immer einen weißen Streifen nähen. Und zwar werde ich dann hier auf die rechte Seite von dem Lila einen weißen Streifen hier an die Kante legen. Das Papier haben wir jetzt noch drin gelassen, weil dann verzieht sich das Ganze nicht. Wenn ich alles aneinander genäht habe, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Dann rede ich weiter. So, jetzt muss ich an die Nähmaschine. Den weißen Streifen angenäht. Jetzt kommt der blaue Streifen dran, der gefällt mir so rum am besten. Und der wird jetzt hier eben wieder rechts auf rechts draufgelegt. Kann noch ein bisschen hochrutschen. Ich habe ja doch recht viel Puffer eingeplant, also ist es eigentlich ziemlich egal, wo jetzt genau das dran kommt. Nähfüßchen breit. Und wie gesagt, wenn man genug Puffer einplant, dann kann man nachher immer noch ein bisschen was abschneiden. Und immer noch mit dem kleinen Stich, damit das Papier schön perforiert wird, damit ich es nachher schön rausreißen kann. Als nächstes ein weißer Zwischenstreifen. Ja, stimmt. Weiß. Warum machen wir eigentlich die weißen Zwischenstreifen dazwischen? Und zwar machen wir die deshalb, dass hier, wenn die Streifen jetzt direkt aneinander stoßen würden, hat man dann doch immer recht viel Nahtzugabe und es wird recht knubbelig und recht dick. Das heißt, wenn man jetzt nachher ein Kissen draus macht, dann ist das ein bisschen unangenehm. Und deshalb, um das alles ein bisschen aufzulockern und das Ganze nicht zu quietschbunt wirken zu lassen, machen wir einfach weiße Zwischenstreifen rein, die nicht gepatcht sind, ohne Nahtzugabe und zusätzlichen Knubbel oder irgendwie so. Deswegen machen wir weiße Zwischenstreifen. Man kann die Zwischenstreifen natürlich auch schwarz machen oder irgendwie eine andere neutrale Farbe. Neongrün. Neongrün, ja. We'll be right back.
Jetzt macht die Assistentin Nummer 1 das ganze Papier hinten raus. Das brauchen wir jetzt nämlich nicht. Und zwar, weil wir jetzt den super kleinen Stich gewählt haben, kann sie ganz normal das Papier dann schön rausreißen und zum Weiterverarbeiten brauchen wir das nämlich dann nicht. So, das macht sie jetzt mal ganz kurz. Jetzt bist du fertig. Ja. Dreh mal um. Wie schaut es von vorne aus? Yay! Tipptopp. Okay, jetzt werden wir Volumenvlies und Rückseite dagegen machen, ein bisschen abquilten und dann können wir weitermachen. Ja? Ja. Jetzt werden wir das Sandwich machen. Und zwar werden wir nicht heften oder stecken oder irgendwie sowas, sondern wir werden einfach normal mit dem Sprühkleber das Ganze zusammenkleben. Und zwar nehmen wir dazu das Quilttop, das wir jetzt hier haben, drehen es einmal auf die, dass wir die Rückseite oben haben, genau. Und dann habe ich hier ein Baumwollvolumenvlies, das nicht klebt und ja, das war bloß ein Rest von einer Rolle, deshalb ist es so ein bisschen zerknittert. Aber das ist jetzt, wenn beim Glattstreichen geht es eigentlich. So, und dann haben wir auf der Vorderseite unser Top, das natürlich gebügelt ist. So, und damit das Ganze auch noch eben zusammenhält, klappen wir die Hälfte ungefähr zurück und sprühen dann nur das Volumenvlies ein, muss nicht direkt dran, eben so 10 cm, 20 cm weit weg, aber eben nur das Volumenvlies und nicht den Stoff, sonst gibt es eben nasse Flecken auf dem Stoff. Hier, bitte. Gut. Und natürlich, genau, nur in einem gut durchlüfteten Raum machen, damit man hier nicht hier an Erstickungstod stirbt. So, und jetzt die andere Hälfte. So. Genau, und glatt gestrichen. So, also wir haben ja überall ein bisschen Puffer dran, so auch am Volumenvlies, das guckt da links und rechts ein bisschen drüber. Da habe ich eben nicht so viel Puffer beim Top geplant und eben hier oben und unten habe ich ein bisschen mehr am Puffer geplant. Das schneidet man nachher, nach dem Quilten schneidet man das Ganze erstmal erst zurecht, nicht jetzt vorher. Weil sonst geht nachher vielleicht irgendwie was ungleichmäßig zusammen und dann ist auch wieder blöd. So, jetzt brauchen wir da natürlich noch eine Rückseite dagegen, weil wenn ich das jetzt quilte und dann nachher als Kissenbezug benutze und dann wasche, dann löst sich da vielleicht irgendwie ein bisschen was auf. Und deshalb müssen wir einfach einen Baumwollstoff noch dagegen machen sozusagen. Wann kommt das Video? Das Video wird jetzt, je nachdem, wie schnell ich bin. So, warte Moment. Ich habe mir das, die Rückseite eben auch aus Stoffstückchen zusammengebastelt. Und deswegen ist das jetzt hier so ein bisschen auch zerknittert. Du gähnst, ist sie etwa langweilig? Das gibt's ja gar nicht. So. Jetzt wird man das mit der Rückseite genau gleich verfahren. So spät haben wir doch noch gar nicht. Ja. Dass du gehst. Das ist so langweilig. Oh, Mama, wann sind wir endlich fertig? So, jetzt die andere Seite. Genau. So, und jetzt werden wir damit, wir haben ja jetzt hier eigentlich schon ein
super schönes gepatchtes Top. Da brauchen wir gar nicht so arg viel quilten. Was machen wir da drauf? Ich würde nur gerade Linien vorschlagen. So, jetzt werden wir das Ganze quilten. Und zwar eben immer links und rechts in dem weißen Streifen, von dem bunten Streifen, immer die Farben dann so danach ausgesucht. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich jetzt Stickgarne verwendet von Gütermann. Man kann eben aber auch Stickgarne von Alterfil oder alles Nähgarne von Alterfil oder was weiß ich, was ihr auch daheim habt, könnt ihr auch alles nehmen. Die Stichgröße, also wir quilten hier ganz normal mit dem Transporteur und die Stichlänge würde ich jetzt auf so circa 3 cm, man kann auch 3,5 machen, je nachdem, was euch besser gefällt. Und wir werden von innen nach außen quilten. Also der gelbe Streifen und der grüne Streifen sind meine mittigsten. Also werde ich mit dem gelben Streifen anfangen. Und dann werde ich eben auf dem weißen Streifen nähfüßchenbreit von der Kante, von der gelben Kante eben einmal abnähen. So, und das werde ich jetzt einfach bei allen machen. Und dann kann ich euch das fertige Kissen-Oberteil, Top, zeigen. Jetzt werden wir das Ganze zuschneiden auf 41 x 41 cm und dann kann man ein Kissen draus machen, also quasi hinten noch eine Rückseite dagegen machen. Wir werden einen Hotelverschluss machen. Ja, ja. Soll man das noch zeigen? Ich sehe doch nicht. Oder nicht? Das ist dein Video. So, jetzt habe ich das Ganze, die ganze Oberseite von dem Kissen, zukünftigen Kissen zugeschnitten auf 41 x 41 cm. Das gibt mir genügend Nahtzugabe und dann um so ein kleines Couchkissen, Sofakissen nachher reinzutun. Auf der Rückseite wird nachher ein Hotelverschluss sein. Dazu habe ich mir eben in diesen 41 cm, die es nachher breit sein soll, habe ich mir zwei Stoffstücke, die auch im Vorderteil, also das hier kommt zumindest mal drin vor, aber eben Orange und Hellblau, finde ich, passen ganz gut dazu. Also ich glaube, den haben wir nicht verwendet, nee, oder? Nee. Und da habe ich eben 41 und insgesamt, also jetzt je nachdem, wie viel Stoff man hat, insgesamt sollten wir ungefähr so um die 60 cm haben. Genau, also wie das jetzt verteilt ist, könnt ihr selbst entscheiden, wie euer Stoff das halt eben ausgibt. Dann habe ich eben zwei Teile davon gemacht und an einer Seite jeweils so einen groben Zentimeter umgeschlagen, umgebügelt und dann werde ich eben von der rechten Seite hier jetzt eben ein
Stich drauf machen, damit es eben so die Kanten schön eingesäumt sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier dann auch eben einen schönen Zierstich machen, zumindest mal auf der Seite, die nachher oben, also draußen ist. Mit meiner Nähmaschine kann ich jetzt hier nur geradeaus nähen, also werde ich einfach nur geradeaus nähen. Du lachst. Natürlich auch ganz schön einen Reißverschluss einnähen, wenn man kann, wenn man möchte. Ich möchte nicht und ich kann auch nicht. Und zwar, weil, also ich mag es einfach auch nicht, weil man liegt dann immer irgendwo hart auf einem Reißverschluss drauf und deshalb mag ich es eigentlich lieber mit einem Hotelverschluss. So, wo ist jetzt bei uns links, wenn man aufs Kissen guckt? Hier, oder? Oder da? Ich will so. Auf der Seite. Und sollen wir von dem Orange auch draußen ein bisschen was sehen, oder? Oder sollen wir mehr Blau auf der Rückseite sehen? Auch vom Orange. Okay. Wir haben ein paar Stecknadeln. Und zwar die Seite, wo dann nachher halt eben außen sein soll. Die tackern wir zuerst hier fest mit Stecknadeln. Magst du mir helfen? Also jetzt hier schön in die Ecke eine Stecknadel stecken. So, und dann in die Mitte eben auch noch mal eine, so und auf die andere Seite tackern wir einfach das hier. Also ein Hotelverschluss ist einfach, da überlappen sich die zwei, auf der Rückseite zwei Teile, wo man dann nachher das Kissen reinstecken kann, wo nachher nicht ein wirklich fester Verschluss ist. Wenn sich's zu wenig überlappt auf der Rückseite, also ich habe jetzt hier so, keine Ahnung, 10 cm. Wenn sich zu wenig überlappt, dann kann sein, dass das Füllkissen sich dann nachher rausdrückt. Und wenn sich zu viel überlappt, dann kriegt man nicht richtig das Kissen rein und dann schaut es auch irgendwie doof aus. Aber eben, wir haben es jetzt so gewählt und das müsste nachher eigentlich auch passen. Hier noch einmal. Moment, das muss hier gescheit liegen. Dadurch, dass das auf der Nähmaschine liegt, das ist ein bisschen doof. So, hier machst du noch in der Mitte noch eine Stecknadel rein. Und jetzt werden wir wieder alles Nähergarn reinmachen, weil wenn ich das jetzt innen drin alles festnähe, dann muss es kein schönes Stickgarn glänzendes irgendwas sein. Haben wir das wieder in die Box reingetan? Ja. Habe ich einmal Nähfüßchen breit außen rum genäht. Mit meiner Nähmaschine kann ich jetzt hier nur gerade ausnähen. Das heißt, Zickzack oder versäubern kann ich damit nicht machen. Das muss ich dann nachher mit der Overlock oder mit der anderen Nähmaschine machen. Aber ich wollte euch zeigen, wie es jetzt fertig aussieht. Und dann dazu drehen wir das Ganze um. Ich gebe mal das Füllkissen her, dann beziehen wir das noch. So, und jetzt ist unser Kissen fertig. Juhu, jetzt haben wir was Neues für auf die Couch und ein paar Reste weniger. So, und die Rückseite sieht dann so aus. Eben, genau. Freust dich? Kann man da gut drauf liegen? Ja. Okay, tipptopp, gefällt mir gut. Also, das war's jetzt mit unserem vielleicht kurzen, vielleicht langen Video mit unserer kleinen Anleitung für die Resteverwertung und zum Zeitvertreib bei den langen Tagen, die man zu Hause inzwischen hat, im Moment hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Sarah wird sich auch freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wie freust du dich? Yay! Also, wir hatten ganz viel Spaß.
Ihr könnt euch uns auch gerne einen Kommentar noch drunter lassen, wie, was ihr so von unserem neuen Video haltet. Wenn ihr möchtet, dass Sarah ab und zu häufiger in den Videos auftaucht, lasst mir gerne einen Kommentar da und sagt mir Bescheid. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!